Hallo, herzlich willkommen und grüß Gott auf dem Traumerweltkanal. Ich hatte euch schon einmal berichtet über die verschiedenen Firmen, derer sich Jehovas Zeugen in beispielsweise Großbritannien als Charity bedienen. Das hatte ich euch unter anderem in den Videos hier gezeigt gehabt. Eine dieser Firmen war ja auch ESBA gewesen und habe ich jetzt eine interessante Zuschrift zu bekommen. Vielen Dank dafür, Beauty, an der Stelle. Einmal ganz kurz nur, damit ihr seht, worum es hier geht. Es geht um solche Geschichten. Ja, es geht hier um Luxuswohnungen von Institutionen, derer sich Jehovas Zeugen bedienen, die sie verkaufen, anbieten, vermieten auf dem Markt. Wir gehen aber einmal ganz kurz zurück, damit ihr überhaupt versteht, was ich meine, weil ich ja immer wieder auch gesagt habe, dass ich glaube, dass die Wachturmgesellschaft bzw. Watchtower oder WTG, wie viele auch sagen, also diese, ich meine damit dieses ganze Konglomerat an Firmen in den verschiedenen Ländern, deren sich die Wachturmgesellschaft bedient, dass das eigentlich nur eine Immobilienfirma ist, die vorgibt, eine Kirche zu sein. Ich weiß, das klingt heftig und mir hat es auch sehr viel Schmerzen bereitet, zu diesem Punkt aufzuwachen. Ja, ich war sehr, sehr enttäuscht, aber ich mag auch nicht mehr weiter mit Täuschung leben. Von daher vielen Dank für solche Zuschriften und Erkenntnisse. Aber wenn wir da mal reingucken, ESBA, ich hatte es euch schon mal gezeigt, ist ja International Bible Students Association. Links dazu sind unten in der Beschreibung aus Großbritannien, gegründet 1914. Auch dazu hatte ich schon mal eine, wie ich fand, richtig cooles Video gemacht. Das solltet ihr euch anschauen, weil ich behaupte, dass Rutherford und Russell selbst nicht dran geglaubt haben, dass 1914 Harmagedon kommt im Oktober, auch wenn sie es noch so behauptet haben, vorher und nachher in ihrer Literatur und so stolz darauf waren. Weil ansonsten hätten sie nicht, das ist übrigens die Gründungsurkunde von ESBA, ja, von 1914, ihr seht es, 13. Juni 1914, das wurde alles digitalisiert. Und ja, in dem Jahr haben Russell und Rutherford, wenn ihr da ganz runter guckt und runter scrollt, haben diese beiden Herren, da seht ihr es, Rutherford, ja, haben die, ja, so ein paar Tage bevor Harmagedon hätte ausbrechen müssen sollen, haben sie erstmal noch ein Kapitalsammelbecken gegründet, genau. Und wie hat sich dieses Kapitalsammelbecken denn eigentlich entwickelt so über die letzten 100, fast 110 Jahre mittlerweile? Und das könnt ihr hier sehen, ESBA London Properties. Ja, die bieten Luxus-Apartments an und Spacious-Apartments sind for sale. Und dann kann man jetzt sagen, ja, ja, was hat das mit Jehovas Zeugen zu tun? Schon klar, Jason, und du deine Verschwörungstheorien. Aber ihr könnt sehen, more Websites, sie haben sich sogar selbst untereinander verlinkt. Official Website of Jehovah's Witnesses. Ja, und sie sind ein der Charity Acting in behalf of Jehovah's Witnesses in Britain and Ireland, sind sie. Ja, also sie tun unter Charity Luxus-Apartments erstellen, verkaufen, vermieten. So weit kann ich das im Detail gerade nicht sagen, ob sie sie auch selbst erstellt haben mit Hilfe von Brüdern und Schwestern oder ob sie sie nur kaufen und wieder verkaufen, ob das ein alter Bestand ist, also ob sie hier als Makler oder selbst als Bauträger unterwegs sind. Das weiß ich noch nicht, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich weiß aber aus den Videos von der Leitenden Körperschaft, dass sie sich sehr viel von Bauträgern bedienen und momentan viele Immobilien kaufen in Amerika, meines Erachtens nach, um Gelder, ja, anders zu parken und sie nicht vielleicht für Ausgleichszahlungen hernehmen zu müssen. Ich weiß es nicht im Detail, aber wir haben hier Luxus-Apartments und ich habe mich bei denen mal registriert, das könnt ihr auch tun. Meine Registrierung ist aber noch nicht verifiziert worden als Jason. Wer weiß, vielleicht werde ich auch nie zugelassen bei denen, weil mich würde das schon im Nachhintergrund interessieren, auch für mich beruflich, wie das funktioniert bei denen. Und ihr seht, hier geht es um einige Luxusimmobilien, ja, Buttermere Court, Allwaters Court, St. John's and Lowood Houses. Ja, wobei hier auf der Hauptseite sprechen sie momentan nur von Uli Waters and Buttermere. Aber wenn du dich registrierst, siehst du, hier gibt es noch mehr Properties, in die du interested sein kannst. Ja, und ich bin sehr interested. Von daher, ESBA, lasst mir da doch nochmal bitte mehr Informationen zukommen. Vor allem gerade in London. Wir wissen, London ist die teuerste Stadt, eine der teuersten Städte auf der ganzen Welt mit ihren 8 Millionen Einwohnern. 8 Millionen Einwohnern, meine Herren, es ist so viel, wie Österreich komplett hat oder auch die Schweiz, wenn ich richtig informiert bin. Und es lebt nur in London und die Preise sind entsprechend
unglaublich, ja. Von daher, da ein bisschen Immobilien zu maklern mag nicht ganz uninteressant sein, finanziell. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie der treue Verwalter, wenn man jetzt mal Jesus Gleichnis hernehmen will, mit dem ihm anvertrauten Vermögen umgeht, das der Herr ihnen anvertraut hat. Ja, das ist für mich wieder Wasserpredigen und Wein saufen, weil wenn ich bedenke, wie die Brüder durch die ganzen Vorträge, ja, in geistiger bzw. auch materieller und emotionaler Armut gehalten werden, weil sie keine höhere Ausbildung anstreben sollen, weil sie ja nicht ein untergehendes Schiff nochmal streichen sollen, weil die Welt geht ja jetzt eh bald unter. Und wenn ich sehe, wie hier Immobilien, Luxusimmobilien gehandelt werden, verkauft werden, ob sie erstellt werden mit den Brüdern und ähnliches, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber wenn ihr euch das mal anguckt, mit welchem Luxus hier umgegangen wird. Ich meine, das Video von Onkel Morris habe ich euch ja auch schon gezeigt, wie es ihm jetzt geht, nachdem er aus dem Bethel gegangen ist, wurde, was auch immer für Gründe, keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Luxusbroschüre von 2020, wo ISBA ihre Luxusimmobilien, die sie jetzt anbietet, ja, vorstellt. Und mir hat es da ehrlich gesagt die Socken ein bisschen weggehauen, wie der treue Verwalter doch hier mit Vermögen umgeht und wirtschaftet. Und wir wissen ja aus dem Video, was ich euch schon mal da gezeigt hatte, dass das meiste, gerade aus Großbritannien, das meiste Vermögen sowohl von Watchtower Great Britain als auch ISBA nach Oversea geht. Ja, das geht nach Oversea, also nach Amerika. Und wir wissen aus den Videos der leitenden Körperschaft, dass hier auch momentan einiges an Immobilien von Bauträgern direkt gekauft wird, meines Erachtens nach, weil sie hier Kapital parken, um es an anderen Stellen, ja, zu verstecken vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber hier wird wunderbar aufgelistet, wie man es in einer hochprofessionellen Broschüre macht, wie weit es ist zu den jeweiligen Straßen, Flughäfen oder zu sonstigen angenehmen, ja, Plätzen. Windsor Open Space. 7 Minuten läufst du nur dahin. Wo wohnen die denn? Das ist der Wahnsinn. Also ich kenne mich in London nicht aus. Ich bin da nur mal rüber geflogen an der Stelle. Aber ihr seht, hier wird ganz klar gezeigt, an deiner Haustür sind verschiedene Golfplätze. Ja. Es sind ganz verschiedene Shopping Centers und also Luxus, Luxus, Luxus mit drumherum, ja, von diesen Immobilien, die hier Jehovas Zeugen anbieten. Ob du Golf spielen willst oder einfach nur deinen leckeren Schwanenkaffee trinken möchtest, es ist alles in greifbarer Nähe. Jehovas Zeugen machen es möglich, anstatt auch noch Sternwarte in der Nähe. Es ist Natur und Luxus pur, pur, pur on the countryside. Und Exceptional Education ist auch direkt vor der Haustür. Ja, das finde ich jetzt besonders makaber, weil ihr wisst, dass Jehovas Zeugen ja nicht einmal mehr wollen, dass Kinder zu Ausflügen gehen, beziehungsweise dass sie an AGs mitmachen. Ich habe euch das auch schon in diesem Philipp und Sophia Video gezeigt gehabt. Ganz traurig. Und jetzt wird hier ja für Highschools und so weiter mit Werbung gemacht im Umkreis von ihren Luxusimmobilien. Doppelmoral ohne Ende. Aber wir schauen jetzt mal rein in diese Luxusimmobilien, was das doch für einen wunderbaren Standard hat. First Class Facilities, ja, the Show Apartments und neuer, solche wunderbaren Eck-Mittenraumkaminen eingelassen mit Flachbildschirmen und Schrägdunstabzugshauben. Also ihr könnt euch das selbst im Detail nochmal angucken. Es ist der Wahnsinn, 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 was hier französische Kühlschränke habe ich noch gar nicht gesehen gehabt auf dem ersten Blick. Was hier aufgeboten wird, ja, den Kunden, den Käufern. Schatz, das ist ja alles legitim, ja. Man kann ja so einen Luxus erstellen, meine Herren, aber dann nicht als Kirche. Nicht als Kirche, die ihren Mitgliedern Armut predigt, die ihren Mitgliedern monatlich Geld abknöpft, ja, damit man auch einen Anteil hat, die selbst Spendenkästen in Flüchtlingslagern aufstellt, damit auch die Brüder einen Anteil haben können, um dann auf der anderen Seite der Erde solche Luxus-Apartments zu betreiben, verkaufen, erstellen. Ich weiß es nicht, aber das kotzt mich einfach nur an, mit welchem Luxus hier umgegangen wird. Ihr habt es gesehen, ISBA, London, Jehovah's Witnesses. Sie haben sich selbst verlinkt auf der Homepage.
Da wird einem nur schlecht, da wird mir nur schlecht. Riesen Indoor-Closets zum Reingehen, reinspazieren, alles aus Marmor, das Beste vom Besten, wo der treue Verwalter, wenn man jetzt auf Jesus sein Gleichnis wieder zurückkommen möchte, doch sicherlich gut mit dem ihm anvertrauten Vermögen umgeht, andererseits Brüdern das Geld abnehmen für einen Königreichssalve, das sie jahrzehntelang gespart hatten, oder Königreichssäle schließen, zentral. Also ich finde es ganz, ganz schlimm, was hier passiert. Jehovas Zeugen sind einfach eine gewachsene Sekte, die mal geglaubt haben, vielleicht ganz am Anfang, dass der Herr ihnen wirklich etwas Besonderes anvertraut hat und die mit ihrem Vermögen jetzt hier umgehen. Als wenn sie Jehova und Jesus etwas Gutes tun dadurch, dass sie immer mehr Kapital anhäufen und investieren an verschiedenen Stellen, aber gleichzeitig ihnen mit, die dann immer wieder anvertrauen, bitte spendet's doch, spendet's doch, spendet's doch, wir brauchen Geld für Ramapo, für RTOs, für dieses, für jenes, für welches und Millionen und Milliarden um die Erde herumschieben. Ich finde das sehr, sehr traurig. Aber wie schon angedeutet, meines Erachtens nach ist das hier einfach eine gewachsene Struktur. Sie haben gedacht, dass sie wirklich Gottes Volk sind, aber es ist von außen immer mehr zu erkennen, dass es sich hier einfach nur um eine menschengemachte Sekte handelt, die ein paar fixe Ideen ein paar älteren Herren hinterhergelaufen sind, die ihr eigenes Trauma, ja, auskotzen auf ihre 8,5 Millionen Anhänger und die gefangen sind in den eigenen Lehren, die sie aus der Bibel immer weiter heraus interpretieren, gefangen sind in ihrem eigenen Trauma. Es muss doch so sein, man muss doch, das Ende muss doch bald kommen und sie nicht erkennen, dass sie sich einfach hier verstrickt haben in einem Gedankenmodell, das einfach nur falsch ist. Parallel dazu aber wieder hier Immobilien entwickeln und verkaufen, die völlig an dem vorbeigeht, was Jesus lehrt, die völlig an dem vorbeigeht, was sie ihren Mitgliedern predigen, meines Verständnisses nach, und die mich einfach nur ankotzen. Das ist so ein schamlosen Luxus hier unter der Prämisse Religion und Charity gibt. Denn das hier betreibt eine Charity-Organisation in London. Ihr könnt es mal gucken. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, finanztechnisch und steuertechnisch, aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Ich finde es nur ganz, ganz schlimm und tragisch, was hier passiert. Das wollte ich einmal kurz mit euch geteilt haben. Macht euch selbst eure Gedanken dazu. Teilt das mit euren Brüdern und Schwestern und guckt mal drauf, was hier diese Organisation, die nur vorgibt, eine Kirche zu sein, in Wirklichkeit, das ist eine Immobilienfirma meines Erachtens nach, die immer mehr und mehr graues Gold auf der ganzen Welt aufbaut, aufhäuft, von Brüdern und Schwestern erstellen lässt, entweder direkt durch ihre Hände oder durch das Kapital, das sie durch Spenden und durch ganz viele andere Einnahmequellen generieren. Sehr, sehr schambehaftet, wie ich finde, schamlos und traurig. Vielen Dank fürs Zuschauen und nicht vergessen, ihr könnt meinen Kanal auch unterstützen auf verschiedenen Arten und Weisen, ganz besonders durch eure Kommentare und euren Daumen nach oben. Das macht mir Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Durch mich Ciao, ciao. entwickeln sich die Dinge. Ich bin ein Katalysator.